Hallo Freunde und willkommen. Heute mal mit einem kleinen Review. Und zwar habe ich mir so einen Bluetooth-Lautsprecher gekauft hier von Tronsmart. Element Force nennt sich das. Und nun dachte ich, ich mache ein kurzes Video drüber, in der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen irgendwie weiterhilft. Das Ding, das sieht hier so aus. Es ist nicht ganz klein und auch nicht ganz leicht. Ja, das wiegt ungefähr, also knapp 800 Gramm halt. In der Regel ist es ja auch so, dass umso schwerer die Lautsprecher sind, umso besser, also qualitativer sie auch sind. Das Gehäuse hier, das ist irgendwie mit Gummi oder Silikon überzogen. Das scheint ganz gut verarbeitet zu sein. Hier auf der oberen Seite haben wir die sechs Knöpfe. Einmal Power-Button hier zum Ein- und Ausschalten. Dann haben wir hier den Modus. Hier können wir umschalten zwischen Bluetooth, SD-Card oder AUX. Dann hier die Lautsprecherregelung halt leise. Dann Play-Button lauter. Das ist jetzt hier der EQ-Knopf. Hier können wir umschalten zwischen die drei vordefinierten Soundeffekte. Hier, wenn das Ding aus ist, dann ist das mit extra Bass. Bei Leuchten der blaue LED ist das 3D-Musik und weiß ist halt Standard. Dann haben wir hier nochmal dieses NFC-Feld hier, Area. Ja, das Ding, das kann auch NFC. Auf der Rückseite hinter der Gummiklappe hier sind drei Anschlüsse versteckt, sozusagen. Ja, einmal USB-C hier, SD-Karten, also Micro-SD-Karten-Slot und die 3,5 mm Cinch-Stecker für AUX. Hier an der Seite ist nochmal, ja, ein Hänger hier, da können wir irgendwo ranhängen. Die Kaufkriterien für mich hier waren zum einen die Leistung von 2x20 Watt, also 40 Watt zusammen insgesamt, die meiner Meinung nach allerdings nicht so ganz gegeben sind, denke ich. Bin aber trotzdem zufrieden, ist mir laut genug. Und zum anderen, was bei einem Lautsprecher das Allerwichtigste ist, natürlich, dass man damit tauchen kann. Jedenfalls verspricht uns der Hersteller, dass wir damit bis zu 30 Minuten tauchen können. Nun dachte ich mir, viel länger halte ich sowieso nicht aus unter Wasser ohne Sauerstoffmaske und das ist dann genau das Richtige für mich. Thank you.
wir sehen können, hat unsere Box hier das Ganze ganz gut überstanden. Fürs Unterwassermusik hören reicht das vielleicht auch nicht ganz. Da gab es schon ein paar Aussetzer. Allerdings, wenn wir die Box mal im Regen stehen lassen oder sie uns ins Wasser fällt, haben wir da ganz gute Karten, dass ja, unsere Box ganz gut überlebt. Allerdings ist da nur bis zu 1 Meter Tiefe, 30 Minuten lang, wie gesagt, garantiert. Da die Box auch ziemlich robust ist, ja, also auch ziemlich stoßsicher. Vielleicht für Outdoor-Fans das Richtige, denke ich. Aber ja, das ist an euch überlassen, wie gesagt. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Ansonsten ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.